Ja, das ist als Kind schon immer zeichnen. Meine Mutter hatte immer zu wenig Papier für mich. Und da immer dazu geredet, das ist noch lustig. Also, das hat aber fast ein bisschen genervt. Beruflich bin ich eigentlich Grafiker. Wir sind hier zu dritten hoch in einer kleinen Werbeagentur. Ich designe Broschüren, Plakate, einfach so das Herkömmliche, was so Werbung hergibt. Ein marginaler Teil meiner Tätigkeit ist Cartoons zeichnen, aber es ein marginaler zwar, aber sehr wichtiger. Sie hilft dir auch als Grafiker. Zum Teil musst du für eine Kampagne eine Idee haben und die möglichst können auf einen Punkt bringen. Ich wohne in Wielisbach und arbeite in Solothurn. Wielisbach und Solothurn sind etwa 14 Kilometer auseinander. Ich fahre den Weg jeden Tag mit dem Velo. Das ist für mich gute Gelegenheit, für die Ideen vor mir her zu spinnen. Oder es gibt ja, dass ich bremse und das schnell in mein Skizzenbuch rein tue. Ja, die Auflage für gewisse Hefte immer mehrere Ideen zu haben, tue die immer ausschaffen. Und dann mache ich immer daheim in der Familie mache ich schnell so einen Crash-Test, ob die Cartoons so ankommen. Auf dem Wolkentisch auslegen und alle gehen schnell so. Den finde ich lustig oder den nicht. Und das ist immer so ein wichtiger Teil der Arbeit für mich. Wir zeichnen nicht nur eine lustige Zeichnung, sondern wir wollen mit einer Zeichnung ja irgendetwas bewegen. Wir wollen irgendwie auch auf Unstimmigkeiten, die sie aufmerksam machen, mit einem zwinkernden Auge. Halt. Seit ca. 6-7 Jahren zeichne ich für das Reformiert. Das Reformiert ist das Fahrblatt. Es erscheint zweimal im Monat. Und von einer Dame von Zürich bekomme ich nach jedem Cartoon, ich weiss immer schon, es ist ein gelbes Kuvert im Briefkasten mit ganz schönen Briefmarken drauf. Und sie schneidet immer den Cartoon aus und tut immer ein kleines Gedicht dazu. Und es ist ein Aufsteller jedes Mal, wenn man das natürlich, wenn sich da jemand ja, so angesprochen fühlt von diesen Zeichnungen. Das tut mir eigentlich wie das Schönste, wenn man die Botschaft, die man sendet, wenn irgendwo nachher auch ankommt.